Und damit herzlich willkommen zurück hier in Saffronia City, wo wir im letzten Part zum Schluss noch hingerabelt sind, nachdem wir eine Wache mit einem Tafelwasser bestochen haben, der total am Verdursten war. Ja, danach hat er uns erstmal durchgelassen und jetzt sind wir hier in Saffronia City. Eine Stadt, die in Gefahr schwebt. Eine Stadt, die im Würgegriff der Bosheit liegt. Eine Stadt in der Hand von Team Rocket. Ja, nicht gerade sehr schön. Eine ganze Stadt im Würgegriff des Verbrechens. Und eine Stadt, die wir als Befreiungskämpfer nun, oder heute besser gesagt, oder auch morgen, befreien werden. Denn nur dann können wir hier in der Stadt unseren nun, fünften Arena-Kampf bestreiten. Den Arena-Kampf gegen, wie hieß sie jetzt noch? Sabrina. Ja, unseren Arena-Kampf gegen Sabrina können wir erst bestreiten, sobald wir Team Rocket hier vertrieben haben. Mach dich vom Acker! Ja, vorab lässt er uns hier nicht rein. Wir könnten zwar in die falsche Pokémon-Arena reingehen und dann ein bisschen noch zu trainieren, aber das könnten wir auch ebenso gut machen, sobald wir Team Rocket hier vertrieben haben. Aus Saffronia City. Und dafür haben wir uns auch noch im letzten Part tatkräftige Unterstützung geholt, nachdem wir erstmal Team Rocket im Lavandia-Turm besiegt haben und der Seele von Tragossos Mutter Frieden beschert haben. Wollte zwar Mr. Fuji machen, aber das hat er ja nicht hingekriegt, da mussten wir erstmal ran. Und seit dem letzten Part haben wir danach auch Relaxo gekriegt. Level 30. Äußerst gut. Und wir haben ihm den Angriff Mega Kick gegeben. Ja, eine interessante Vorstellung ja auch. Ein Relaxo, das Mega Kick einsetzt. Naja, da hat das gegnerische Pokémon am Ende nichts mehr zu lachen. So, ebenso wenig hat Team Rocket jetzt was zu lachen. Denn hier in der Silphco werden wir jetzt dafür sorgen, dass Team Rocket hier in der Stadt kein Unwesen mehr treibt. Aber hier war es leider auch so, dass zum allerersten Mal in der Geschichte von Pokémon Teleporter hier vorkam. Hey Kleiner, was machst du hier? Ich bin Befreiungskämpfer Phantom Art. Ich bin hier, um euch aus der Stadt zu vertreiben. Aha. Und dieses kleine Willkommenskomitee will uns also jetzt mit seinen 4 Pokémon besiegen. Aber das wird er nicht hinkriegen. Denn seit dem letzten Part hat Smetbo den mächtigen Angriff Psychokinese drauf. Somit sind die Gift-Pokémon von Team Rocket nun wirklich keine Herausforderung mehr für uns. Überhaupt nicht. Oh, verdammt nochmal, der Volltreffer ist übel. Übel. Aber unsere Psychokinese ist noch übler. Aber trotz allem haben wir jetzt kein Level abgekriegt. Auch übel. Das ist ebenso übel. Naja, aber... Oh nein. Okay, das ging zum Glück gut. Aha, nicht mehr verwirrt. Gott, die Psychokinese haut jetzt mal wieder rein. Sie haut mal wieder rein. Die Spezialverteidigung sinkt. Ebenso sind wir jetzt wieder verwirrt. Da müssen wir jetzt mal Risiko eingehen. Bam. So, das dürfte nicht so... Ja, das hat nicht sehr viel Schaden gemacht. Gut. Auch gut, Level 25. Smetty Smetbo. Du wirst jetzt wieder stärker. Du wirst stärker und stärker. Und wirst erstmal Schlafpuder einsetzen. Gut. So, Zubat schläft tief und fest. Tief und fest. Das ist auch gut so. Denn dadurch haben wir... Warte mal, können wir die Pokéflöte eigentlich auch benutzen, um Schlaf zu heilen? Was? Oh, ist das übel. In späteren Editionen hilft Hyperheiler gegen Verwirrung. Aber hier in der ersten Generation noch nicht. Übel. Äußerst übel.
Na, da konnten wir jetzt auch nichts anderes tun, als erstmal Smetbos Lebenspunkte zu regenerieren. Okay, nicht mehr verwirrt. Psychokinese. Haut. Rein. Das ist fein. Sehr effektiv. Jetzt auch noch ein Radikal. Ah, den könnten wir theoretisch auch besiegen. Aber ich will es anders machen. Ich will es anders machen und Shylock diesen Kampf bestreiten lassen. Los, Blubstrahl. Oh, verdammt, Hyperzahn. Radikal ist immer noch schneller als ein Shylock. Nicht optimal, nicht optimal. Auch ist es eigentlich nicht optimal, wie unser Level aktuell ist. Denn wenn ich das Ganze noch richtig im Kopf habe, dann kämpfen wir sowieso auch hier im Silphkurve-Gebäude gegen Gary, der ja auch um einige stärker geworden ist. Naja, wir werden jetzt auch immer stärker. Level 29 für Shylock. Zubat. Ja, Zubat können wir jetzt wieder besiegen. Mit der Hilfe von Smetty Smetbow. Oh yeah. Psychokinese. Die stärkste Psychoattacke haut jetzt ordentlich rein gegen die giftigen Gift-Pokémon. Ja, und außerdem kämpfen wir hier außer gegen Gary auch nochmal zum letzten Mal. Ich bin ein Versager. Ruderkamp, du bist ein Versager. Außerdem kämpfen wir zum letzten Mal hier in der Silphco gegen Jesse und James. Interessant. Irgendwo bräuchten wir jetzt mal wieder eine Schlüsselkarte. Und wieso konnte der uns jetzt herausfordern, aber der andere Typ da drüben nicht? Hau ab, du hast keinen Zutritt. Noch habe ich keinen Zutritt. Aber ich kann mir auch schnell Zutritt machen, Forscher. Magnetilo, Level 28. Ja, nicht opt. Das ist nicht übel. So, Magnetilo schläft. Gut, Gott. Dann hauen wir gleich mal den Superschall hinteran. Verwirrt. Sollte Magnetilo jetzt aufwachen, hat es ein böses Erwachen. Ein äußerst böses Erwachen. Gut. Ja, Magnetilo schläft immer noch gut und fest. Ja, so gut ist dann die Psychokinese eigentlich auch nicht. Leider, leider, leider. Okay, Magnetilo ist aufgewacht. Ah, okay, nochmal Psychokinese. Wollte zwar was anderes benutzen, aber hey, was soll's. Wir haben noch einen Top-Ether im Beutel. Besser als nichts. Sag ich mal dazu. Und dann noch Juhu. Allerdings wäre es auch besser gewesen, hätte Smetbo jetzt den Angriff fliegen lernen können. Dann wäre so einiges besser gelaufen. So einiges. So, Smetbo verletzt, aber alles andere läuft noch optimal. Sehr optimal. Läuft hier noch alles. Aber wenn, dann müssten wir demnächst auch mal sehen, dass der Angriff Superschall mal wegkommt. Schlafpuder ist zu gebrauchen. Aber Superschall, nee, das schränkt uns ein bisschen zu sehr ein. Was? Das gibt's doch nicht. Das war nicht mal eine Runde und schon ist Magneton wieder aufgewacht. Ah, übel. Wirklich übel. Visaknoss, übernehmen Sie. Das Training muss weitergehen. Naja, eigentlich ist das Ganze hier eine Befreiungsaktion und kein Training, aber was soll's. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen. Und demnächst dann eigentlich mal wieder ins Kaufhaus von Prismania City gehen. Denn irgendeinen speziellen Angriff wird es da doch wohl noch geben für Smetty Smetbow. Denn wie schon gesagt, Superschall muss weg.
Super Schallmoos, weg um die Eck. So, Magneton ist jetzt auch weg. Um die Eck. Gut. Optimal, der Forscher ist besiegt. Nicht schlecht, Herr Specht. Hey, mein Spruch. Mit Genuss. Okay, das war blöd. Okay, noch einmal ein Forscher. Du bereitest uns nichts als Ärger. Hey, ich bin doch erst seit einigen Minuten hier drin. Wie kann ich euch schon so viel Ärger bereiten? Slimer Level 29. Das sind jetzt leicht verdiente Erfahrungspunkte. Psychokinese. Hau rein wie ein Relaxo in der Mittagspause. Gut. Slimer besiegt. Elektroball. Ja. Okay. Läuft nicht so optimal. Nein, nein. Nicht optimal. In so einem Fall ist Superschall allerdings immer noch gut. Okay. Die Attacke schlug mehr als einmal fehl. Ja, das ist mal wieder uncool. Smetbo, Smetbo, Smetbo. Eigentlich wollte ich dich ja bis zum Ende, obwohl. Ja, eigentlich will ich dich ja. Oh, verdammte Axt. Dieser Tag musste ja mal kommen, dass ein Elektroball final einsetzt. Aber wenigstens kriegt Smetbo noch die Erfahrungspunkte. Hoch, verloren! Ja, hast verloren. Das Selfcore-Gebäude ist ein wahres Labyrinth, nicht wahr? Naja, wir kriegen das Ganze noch sehr gut hin. Wir haben ja zum Glück Beleber gekauft. So, Beleber. Totale, naja, halbe Regeneration. Wir haben auch einen, warte mal, Hypertrank wäre ein bisschen zu verschwenderisch jetzt. Also, Supertrank, Supertrank. Komm herbei, sei rank und schlank, rank und schlank. Es ist halt nicht schlecht, Herr Specht. Aber die Melodie hier im Gebäude hört sich ein bisschen blöd an. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ja, Top Aether wollten wir noch benutzen. So, Smetty, Smetbo. So, die Psychokinese. Die AP wurden aufgefüllt. Schön. Sieh mal an, wir könnten da noch weitergehen. Wäre nicht schlecht, weil wir brauchen ja noch... Mist, die Tür geht nur mit dem Türöffner auf. Ja, wir brauchen ja auch den Türöffner, aber wer bist du eigentlich? Ob die Selfcore schon erledigt ist? Okay, das ist einfach ein Mitarbeiter, der sich hier versteckt hat. Okay, dann müssen wir weitersehen. Immer weiter, niemals scheitern. Wir brauchen den Türöffner. Wo auch immer der hier versteckt. Wartet mal. Ja, hier waren wir schon längst gegangen. Hier waren wir schon längst gegangen. Gut, gut, dann nehmen wir jetzt eben die Treppe. Wir nehmen die Treppe, gehen hinauf, nehmen den nächsten Teleporter. Zu Hilfe, nein, bitte nicht. Du bist gar nicht vom Team Rocket. Ich dachte schon, es ginge zu Ende. Nimm das hier. TM36. Ist die finale Attacke. Eine verheerende Attacke. Aber das Pokémon, das sie ausführt, scheidet aus. Toll, das wollte ich nicht haben. Das Finale können wir eher verkaufen. Hör endlich auf, uns zu nerven. Niemals. Ich nerve euch bis zum letzten Rüpel. Okay, radikal. Es wird hier wirklich mal wieder radikal, dieses Radikal. Ja, Energiefokus. Okay, wir hätten einfach ein einfaches Schlafpuder rauskriegen können. Okay, Smetbo. Zeige noch mal, was du so drauf hast. Ich will es ja so versuchen, dich bis zum Schluss dabei zu haben. Ja, ich muss es so versuchen. Ich muss versuchen, dich so stark hinzukriegen, dass du die Pokémon-Liga schaffen kannst. Oh yeah.
Los, Superschall! Gott. Radikal ist radikal verwirrt. Dazu auch noch äußerst schläfrig. Gut, gut, gut. Ein schöner Volltreffer. Nice. Radikal schläft immer noch. Einer der wenigen Momente hier im Pokémon-Universum, wo der Schlaf mal richtig gut funktioniert. So, Level 27. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob Smetwurp noch irgendeine Attacke erlernen kann. Weiß ich nicht. Ja, Pikachu. Lege mal los. Verdammt nochmal. Los, Donnerblitz, Pikachu! Hypno! Muspe! Verdammt nochmal. Ja, das ist nicht optimal. Ganz und gar nicht. Ich glaube, bevor wir die Arena von Saffronia City meistern werden, müssen wir, glaube ich, hier und da ein paar unserer Pokémon mal ein bisschen trainieren. Ein kleines Training könnte nicht schaden, muss ich sagen. Ja, es könnte nicht schaden, ein kleines Training zu machen, wie es so aussieht. Okay, es hat keine Wirkung. Das ist gut. Nächster Bissangriff. Okay. Hypnose. Ah, die hatte jetzt die Wirkung gehabt. Übel. Wirklich übel. Okay, dann eben so. Mach es fertig, Bisaknoss. Für Pikachu. Okay, das war jetzt auch nicht so optimal. Stopp! Hat auch nochmal einen Volltreffer. Okay. Smetbo, jetzt kannst du es schaffen. Besiege es, so schnell es geht. Gut. Oh, Mann. Ja, nicht optimal. Glurak, du bist aktuell unser stärkstes Pokémon. Besiege unsere Gegner. Besiege sie. Besiege sie alle. Besiege Radikal. Und ich hätte jetzt nun wirklich nicht gedacht, dass ich gleich schon wieder einen Beleber benutzen muss. Ja, nicht optimal. Überhaupt nicht optimal. Ich gebe auf! Oh Mann, wir müssen jetzt, glaube ich, doch mal den Weg zu den Betten hier finden. Warte mal, können wir hier schon mal unsere Lebenspunkte regenerieren? Hallo? Verdammt! Ich arbeite für die Safeco! Was soll ich bloß machen? Naja, den Job vielleicht wechseln. Verdammt nochmal, hier bei den Betten kann man sich nicht regenerieren. Verdammt nochmal, das war jetzt auch der falsche Teleporter. Ja, es war der falsche Teleporter jetzt. Okay, uns bleibt jetzt auch nichts anderes übrig, als unseren Hypertrank zu benutzen. Ja. Übel. Äußerst übel. Okay, das hatte keinen Effekt. Beleber. Pikachu. Gut. Dann nächster Beleber. Bisaknosp. Und dann müssen wir wohl übel die nächsten Hypertränke benutzen. Oh Mann. Naja, zum Glück wird der Kampf gegen Giovanni hier in der Silfco mehr als einfach ablaufen. Warte mal, welches unserer Pokémon schläft denn jetzt? Sherlock? Wieso hast du geschlafen? Wirklich mal so eigenartig. Eigenartig. Laufen wir jetzt eigentlich einen Rüpel in die Arme? Nein. Gut. TM09. Da finden wir jetzt eine neue TM und die können wir sicherlich auch nicht benutzen. Body Shack. Ja, Body Shack, das wäre was für Relaxo. Ein weiterer starker Angriff. Auch nicht zu verachten. So, die Amnesie kommt dann weg. Und Relaxo kann jetzt Body Shack. Gut. Wirklich nicht schlecht.
werden, aber wo müssen wir jetzt bloß weitergehen? Ja wo? Es ist halt ein Teleporter-Chaos hier. Oho. Okay, da waren wir eben. Auch eine sehr gute Teleporter-Verbindung. Nach links jetzt? Oder waren wir eben von links gekommen? Nö, sieht nicht danach aus, als wären wir von links gekommen. Ah, warte mal, was haben wir denn hier? Eine Report über Pokémon. 4 Pokémon entwickeln sich nur beim Tausch über Linkkabel. Weiter. Aha. Und hier eine Studie über Pokémon. Es gibt mehr als 160 Pokémon-Kampftechniken. Ja, das stimmt eigentlich auch. Es gibt mehr als 160. Okay, bist du... Was? Wer hat denn das Kind reingelassen? Ach, du bist ein Mitglied von Team Rocket? Warte mal, ein Jongleur? Der arbeitet bei Team Rocket? Ah. Eigenartig. Aber soll's. Los geht es! Was? Er ruft Kadabra zurück? Für Pantimos? Naja, soll mir beides recht sein. Oh Gott. Sag mal, was wird das denn jetzt für ein Schwachsinn hier? Ja, mal im Ernst, was... Was soll denn das denn jetzt für ein Mist hier sein? Okay, das war ein ordentlicher Volltreffer, würde ich mal sagen. Schon wieder? Ja, dieser Jongleur jongliert mit seinem Pokémon hier wirklich rum. Kann man hier sagen. So, noch ein Volltreffer. Los, Meppo! Du schaffst es! Die Barriere wird dein Risikotackle nicht... Okay, es hält dein Risikotackle auf. Okay, jetzt auch noch Lichtschild. Nicht allzu gut. Nicht allzu gut. Aber trotzdem haben wir Pantimos bezwungen. Aber leider nicht Level 28 errungen. Aber gleich. Okay, Aussetzer ging daneben. Risikotackle. Das muss ein Volltreffer gewesen sein. Gut. Level 28. Gut. Smetpo versucht, Windstoß zu erlernen. Ja, das ist optimal. Ist zwar keine so großartige Attacke, aber... Indem wir jetzt Superschall vergessen, können wir jetzt noch ein bisschen mehr zuschlagen. Der mächtige Windstoß. Ist ja auch so ein Ding. Fliegen kann Smetbo nicht erlernen, aber ein Windstoß. Tja, naja. Ein Artikel über Pokémon. Porygon, Pokémon-Labor zeugt virtuelles Pokémon. Ja, Porygon, das eine Pokémon, was dafür gesorgt hatte, dass eine Pokémon-Episode in Japan verboten wird aus der ersten Generation. So, und jetzt müssen wir es mal so machen. Ah, verdammt nochmal, wir kommen da nicht durch. Ja, ich zolle Team Rocket keinen Respekt. Das könnt ihr euch abschmecken. So, sieh mal an. Hypno. Okay, Level 33. Giftwolke, keine Wirkung. Schlafpuder? Es hat eine Wirkung. Gut. Dann benutzen wir jetzt den Windstoß. Smetbo wird seinen Goliath besiegen. Wow. Ja, es war zwar jetzt ein Volltreffer, aber der Windstoß bringt dir überhaupt nichts. Gegen einen Hypno-Level 33. Da muss ja wirklich wieder mal der Risiko-Tackle ran. Okay, Hypno schläft immer noch. Das ist gut. Das bringt wieder nichts. Hypno schläft aber noch. Gut. Es war jetzt auch irgendwie eine blöde Aktion von mir, Smetbo jetzt hier kämpfen zu lassen. Aber wie dem auch sei, ich will Smetbo bis zum Schluss dabei behalten. Oh, verdammt nochmal. Okay, es ist aufgewacht und es hat nichts sehr viel gemacht. Gut. Okay, bis zum Schluss soll es dabei sein. So ist es jedenfalls mein Plan. Smetbo wird ja sowieso auch der große Star für die nächste Pokémon-Arena sein.
Oh, immer noch keine Werbung. Gut. Gut und Glück gehabt. Ja, in der nächsten Arena in Fuxania City. Da sind ja hauptsächlich Gift-Pokémon anzutreffen. Und die werde ich eines nach dem anderen mit Psychokinese erledigen. Gott. Mann, das ist auch nicht gerade optimal hier. Ein Kind im Gebäude, das musst du sein. Schuldig, im Sinne der Anklage. Gut, gut. Ah, jetzt sind es wieder zwei Pokémon. Sandan. Ja. Auch nicht allzu optimal. Aber es ist ja bloß ein Boden-Pokémon. Also, Level 29 müsste gleich drin sein. Okay, Level 29 müsste jetzt gleich drin sein. Gut, gut, gut. Boah, ein Volltreffer. Giftstachel. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Auch habe ich nicht mit der Vergiftung gerechnet. Suboptimal das Ganze. Total. Windstoß bringt überhaupt nichts. Kratzer von Sandama bringt dafür umso mehr. Ja, ich sollte wirklich lieber auf Psychokinese bleiben. Aber wenn gleich erstmal Smetball Level 29 erreicht hat. Jo. Müssen wir erstmal tauschen. So, wir müssen gleich erstmal tauschen. Na toll! Ich hab verloren! Ja, ja. Du hast verloren. Alles hast verloren. Und wir haben einen Hyperheiler. Gott. Optimal, optimal. Pikachu? Zeige mal, was du drauf hast. Sobald wir erstmal den richtigen Weg gefunden haben. Jetzt können wir leider nicht nach dort unten hingehen. Leider, warte mal, hier von hier waren wir gekommen. Okay. Teleport. Wo ist der Türöffner? Den haben wir, glaube ich, irgendwo hier gefunden. Irgendwo, irgendwo. Liegt der Türöffner rum? Liegt der rum? Oh. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Aber mal im Ernst, wo zum Kuckuck lag jetzt der Türöffner rum? Wenn ich das jetzt bloß noch wüsste. Die Silph-Co. ist ja nun wirklich verdammt groß. Viel zu groß, um genau zu sein. Okay, sehr effektiv. Konfu-Strahl. Leider in dieser Generation nicht heilbar durch einen Hyperheiler. Auch suboptimal das Ganze. Aber im Großen und Ganzen ist die Silph-Co. ja nicht schlecht. So können einige meiner Pokémon ein bisschen leveln, vor allem Smetboy in diesem Part. Pikachu könnte jetzt auch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte kriegen. Der Slam-Angriff war auch ein ordentlicher Volltreffer. Die Kopfnuss von Traumato tat jetzt zwar ein bisschen weh, aber hey, der Slam ist umso besser. Dachte ich jedenfalls. Okay, jetzt kommt auch wieder ein Hypno rein. Na, da müssen wir jetzt wirklich leider austauschen. So, Bisaknoss. Nein, das war ja sowieso ein Griff ins Klo gewesen. Dann jetzt Shellock. Shellock, Shellock. Oh yeah, Shellock, Shellock. Wir bräuchten theoretisch eigentlich auch den EP-Teiler mal. Ja, wir bräuchten den EP-Teiler. Oder vielleicht erstmal Rutenschlag. Verteidigung von Hypno sinkt. Die Konfusion. Verdammt nochmal, haut ordentlich rein. Und auch noch Verwirrung. Ja, Shellock, du kannst, glaube ich, in diesem Part überhaupt nichts reißen. Ja, überhaupt nichts. Tja, was sagt uns das Ganze mal wieder? Wir müssen trainieren. Sehr viel trainieren. Super viel trainieren.
Oder wir lassen einfach Glurak den ganzen Rest machen. Ui, ich bin besiegt. Ja, gut erkannt. So, aber meine Brüder rächen mich. Schön, schön, dann rächen dich mal deine Brüder. Ich muss aber jetzt trotzdem mal langsam mal sehen, wo der Türöffner anzutreffen ist. Okay, weiterer Teleport. Gut, hier ist alles zu. Ja, hast du den Türöffner? Hilfe, ich habe Angst! Nein, natürlich hat die nicht den Türöffner. So, hast du den Türöffner? Mein Pokémon erwartet dich. Ob die... Wie es aussieht, überhaupt nicht. Tja, ist nun wirklich das Silphco-Labyrinth hier. Oh, nee. Elektroball. Okay, Relaxo. Übernehme. Kreideschrei, Schluckfee. Gut, jetzt die Vorstellung an diesen Angriff ist wirklich sehenswert. Relaxo, benutze Mega Kick. Bam. Oh yeah. Und jetzt noch eine Kopfnuss. Hinterher. Bam. Hast du toll gemacht, Relaxo. Hast du toll gemacht. Du schwächliches Pokémon, Mist. Ja, ja, gib ruhig deinem Pokémon die Schuld an deinem Versagen. Wenn ich jetzt allerdings bloß wüsste, wo wir jetzt als Nächste hier hingelangen. Okay. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier kriegen wir den Türöffner. Du wachst, dich Team Rocket zu widersetzen? Klar doch. Wir sind ja der Held. Der Befreiungskämpfer Phantom Heart. Dem es langsam ein bisschen leid ist, hier den ganzen Tag herum zu blödeln. Mal im Ernst. Teleporter schön und gut. Aber wissen die Mitarbeiter des Silphco eigentlich selbst, welchen Teleporter sie für welche Etage benutzen müssen? Oder haben die vielleicht ein kleines Handbuch bei sich? So, Teleporter 1a bringt dich zu 3b. Teleporter 3a bringt dich zu 4f. Oder sowas. Okay, Level 28. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas Gutes. Es wäre allerdings jetzt auch nochmal gut, wenn wir den Türöffner noch finden würden. Ah, super Schal. Dafür muss man jetzt nun wirklich kein Ausrufezeichen da hinzufügen. Komm schon, ruckzuck, hieb. Erledige Golbat. Toll. Das nimmt man also in Volltreffer hier im Spiel. Find ich nicht gut. Überhaupt nicht. Gut, jetzt hat es aber was gebracht. Golbat bezwungen. Team Rocket besiegt. Du elender Verräter. Was heißt ihr Verräter? Ich arbeite nicht für euch. So, Türöffner. Team Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Nichts Neues. Team Rocket hat die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Weiß ich schon längst. Oh je, Mini, bitte hilf mir. Ich will... Schau ihn dir an, den Feigling. Ja, ja. Hallo, wo ist der Türöffner? Sie müssen es wegen unserer Pokémon-Produkte auf die Silphco abgesehen haben. Ja, schön und gut, aber ich will den Türöffner. Mein Gott, nochmal, so kommen wir überhaupt nicht voran. Also, was macht man da in diesem Augenblick dann am besten? Ja, man sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Befreiung des Silphco-Gebäudes und damit die Befreiung von ganz Afronia City muss, ja, leider noch ein bisschen warten, denn ich finde den Türöffner hier aktuell nirgendwo und solange wir den Türöffner nicht da haben... Ja, da haben wir Probleme mit dem Vorankommen zur Chefetage. Und somit sage ich dann erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer orientierungsloser Befreiungskämpfer Phantom Heart. Ciao.